Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim. Und endlich, wir sind das letzte Mal ja durch diese Felsenfestung gerannt, haben unsere zwei Jungs mittlerweile Furcht und wie heißen sie noch? Ja, nochmal nachschauen bei den Schreien. Wir haben sie ja umbenannt. Furcht und Unbehagen, ja. Okay. Wir haben da ja einen Schlüssel im Inventar jetzt. Sorry, ich verdrück mich da wieder. Objekte und in den Inventar Schlüssel. Zu dem Felsen hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt das Video kurz mal durchgeschaut. Muss mich auch schämen dafür, dass ich jetzt die letzten Sitzungen in einem Zustand geletsplayed habe. Ja, das recht witzig war, ja. Aber wir haben uns die Dame noch gar nicht gescheit angeschaut. Das war, ja, ein Hexenrabe. Wir schauen noch mal rein. Ich habe da gesehen, da war eine Tür, die wir übersehen haben. Vielleicht ist der Schlüssel dafür auch gedacht. Ansonsten springen wir dann gleich mal nach Brisenheim retour. Wo müssen wir da runter? Da, ins Finstere. Verließ. Ja, genau, darunter. Da waren wir und da gab es ja eine Tür. Die probiere ich jetzt einmal aufschließen. Okay, machen einen kurzen Schnitt. Hey, habe ich nicht gebraucht, weil eben der Schlüssel hier funktioniert hat. Und bevor uns da wieder was in den Weg springt, einfach so. Schwert des Himmels mit Stahls ausrüsten und dritte Person, ja. Aber ich glaube, das war's. Das war der Raum, den wir da hinten betreten können. Verflixt, lass mich da durch, komm. Ich komme da jetzt wieder nicht rein. Verflixt, komm. Ja, ein bisschen Schupf. Ja, lass mich doch da durch. Da ist auch eine Tür. Okay. Da geht's raus nach Himmelsrand. Hurra! Okay, haben wir das Rätsel auch gelöst. Wir haben den Schlüssel jetzt wirklich, ja, für diesen Schmarrn verwendet. Das hatten wir schon. Dann werden wir jetzt ganz einfach mal kurz, ja, weil jetzt die Aufgaben. Wir müssen das mal zur Retour bringen und ich schaue mal kurz mal nach Himmelsrand. Nach Weißlauf und verkauft den Schmarrn. Ja? Dämmerstein, da müssen wir das Retour bringen und ich verkaufe kurz mal das Zeug und mache hier einen Schnitt und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das retournieren und den nächsten Quest angehen. Okay, also die nächste Aufgabe der Quest ist noch nicht fertig. Oder die Quest. Bis gleich. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Ja, okay, wir sind hier in Weißlauf und unser Hund wollte jetzt nach Hause gehen. Ich weiß aber nicht, wo das jetzt ist. Der wollte einfach verschwinden, weil wir uns nicht gekümmert haben. Verrückt. Wir und sein Gerede über Talos. Warum kann er nicht einfach die Klappe halten? Ja, da bist du genau bei mir richtig. Wenn wir uns nicht um den Hund kümmern, verschwindet er einfach, ja, wenn wir wieder ankommen. Der wollte einfach da raus und nach Hause. Und ich nehme an, das ist seine Hütte. Und wo ist er jetzt? Ja, ich hoffe, ich versau das nicht schon wieder. Verflixt. Und wo ist jetzt mein Begleiter überhaupt? Da ist die Huskarl. Und wo ist denn jetzt Wilkas? Leute, da ist einiges im Argen. Wenn wir die zu lang warten lassen, was ist denn dann? Dann gehen die einfach heim. Ja, folg mir, du Kasperl. Komm. Ja, okay. Ich schau kurz einmal darauf, ob wir Wilkas finden. Hm.
Weil das kann ja nicht sein, dass der sich einfach verabschiedet, der Junge. Es kann auch sein, dass ich mich das letzte Mal extrem verdrückt habe. Was ist denn da für ein Gegehe und Gegange da? Wie spät ist denn da? Es ist ja ziemlich früh. Ne? Ich warte mal hier kurz. Und Leute, ich mache einen Schnitt. Ich kläre das hier, verkaufe das Zeug. Wenn ich Wilkes nicht finde, dann nehmen halt meinen anderen mit. Okay, das kann ja nicht sein. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt alle beisammen, die dazugehören, nämlich auch unser Pferd. Ich nenne es mal liebevoll, ja, Rosinante. Ihr wisst ja, was für ein Pferd das ist. Unser Sir Fauler Sack Nummer 2 ist da hinten. Und unser Wildcast, den habe ich noch schnell einmal abgeholt. Der hat eine Rüstung, aber eine nicht verzauberte. Ich habe ihm die Wahl gelassen, aber er wollte die unbedingt. Wir müssen jetzt entweder zurück das abgeben, ja? Hier, bringe den Knauf zu Silus, oder wir machen dann gleich weiter, nämlich, ja, wo ist der Marker hier? Da müssen wir, da, Festung, das wieder da. Bring die Bruchstück der Klinge von Meros Klinge in deinen Besitz, genau, das war das Falkenring, und da starten wir gleich einmal hin. Au, oh, fuck, Leute, oh, ich wollte das Pferd mitnehmen, aber wir lassen es gleich mal stehen. Hätte ja mal cool ausgesehen. Ich glaube, mehr Begleiter bekommen wir dann nicht zusammen, außer es gibt da einen Schrei, ja, den können wir auch lernen. Da können wir Verstorbene oder Geister beschreien, ne, sozusagen. Wenn wir den Schrei ausführen, dann können wir da aussuchen zwischen verschiedenen Geistern, die uns da helfen. Ja. Aber wie gesagt, wir sind hier im Mortal, und wo müssen wir da hin? Darauf. Ich schaue kurz mal gleich auf der Karte nach. Ah, falscher Marker. Ich werde da gleich einmal einen Marker setzen, ne? Damit wir den richtigen Weg auch gehen. Zielort festlegen, Leute. Was ist denn da jetzt? Können wir? Egal. Wir müssen darauf. Dann laufen wir mal. Ja, und wie gesagt, es ist wieder dunkel, und im Dunkeln sehen wir nicht viel, haben wir gesagt, wir warten da, bis es wieder hell wird, weil mit diesen Rüstungen unserer Begleiter, ja, da kommt es im Dunkeln nicht sonderlich gut, die sieht man fast nicht, und ich muss noch dazu sagen, Wildcat, was ist denn los? Ich habe Wildcast, also unser Begleiter, gleich einmal weggenommen, diesen Stab der Feuerbälle, weil der ist einfach zu gefährlich. Warum das so ist, der schießt dann und mit Feuerbällen, und die haben Umgebungsschaden, nämlich ganz kräftigen. Und der verärgert nämlich fast alle. Ja? Darauf, das passt schon. Ja. Da müssen wir jetzt die Straße lang und... Okay. Ja, wie gesagt, und ich habe da das letzte Mal schon die Erfahrung gemacht, dass es da Schwierigkeiten gibt, auch mit seinen eigenen Daedran und mit unserem Hund, dem Sir Faulen Sack Nummer 2. Was ist denn mit dem Typen jetzt da? Ja, darauf. Er kommt hier vielleicht. Ja. Und ich zeige euch gleich einmal in der Shortcut-Leiste, ich habe da jetzt keine Zauber dabei, die Umgebungsschaden haben, ja. Damit auch nichts passieren kann. So, wo sind... Da waren wir ja noch nie, Leute, ja. Und es wird ja nicht lange dauern, da vorne ist schon eine Festung, und dann passt es auch wieder. Ein Fuchs, ja. Ja, Leute, ich mache mir schon wieder in die Hose, weil ich ja da noch nie war und ich weiß, was da auf uns zukommt. Festungen und so, da sind ja immer ganz böse Jungs unterwegs. Und seht ihr hier?
meine Begleiter. Echt cool unterwegs. Der schießt auf den Fuchs. Was ist denn das für ein Ding da? Ah, wir müssen da sogar rein, gell? Was nehmen wir da? Wir nehmen da gleich was Besonderes, ja. Das Schwert in die Hand und, ja, was haben wir da? Wir haben da das Schild, ja. Vielleicht können wir mit diesen Jungs reden. Auf was schießt denn der da? Ja, das kann schon sein. Was haben die da jetzt am Laufen? Schauen wir gleich einmal. Wo seid ihr? Hier drüben! Ja. Jetzt hör auf! Ich werde euch vernichten! Ich ehre meinen Herrn. Das war schon alles! Oh, die Jungs sind hier so ganz böse da oben, ja. Die gehen gleich auf uns los. Ich weiß nicht, aber warum das jetzt so ist. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Gehen wir aus dem Weg. Ja, lab dich einmal. Und? Gesichert? Da Wilkas läuft schon wieder durch die Gegend. Ne, das ist nicht Wilkas. Das ist ein Wilkas. Können wir Wilkas auch noch suchen gehen? Wo ist denn der Heinzi? Ich schaue noch mal schnell davor nach, weil... Wo ist denn der jetzt hin? Was? Ja, sehr fauler Sack. Ja, such Wilkas, komm. Da unten kämpft der. Oh, nehme ich gleich zwei. Und? Kaiserlicher. Was machen wir da? Ah, Blödsinn. Ist die böse? Ich danke euch. Nein! Was waren das jetzt, Leute? Eisherbst 2920, Band 10, das letzte Jahr des ersten Zeitalters. Nehme ich doch gleich mit, wer weiß. Trankmischbeutel auch gleich alles mitgenommen und Menschenopfer. Und die schöne Hintergrundmusik. Das kann ja nicht sein, aber das kann nicht Wilkas gewesen sein, oder? Ja, hallo, was geht denn da jetzt ab? Totenbeschwörer-Adept. Die hat kein Gewicht, die nehmen wir mit und das können wir uns sparen. Ich durchsuche noch schnell da, hier alles. Wo ist denn die kleine Maid gewesen? Da. Kleidung, Stiefel, Hut. Okay. Du hast auch ein Erb bekommen, ist ja klar. Und da ist er ja. Wo warst denn du jetzt? Egal, wir müssen da retour. Und, ja. Haben sie die Jungs da jetzt ein Gefecht geliefert? Kann das sein, dass das ein Ork war, den die da jetzt geschlitzt haben? Ja, wer weiß. Ja, Orks, ja, mit denen haben wir noch keine Erfahrung. Und, ah ja, Third Person, sorry Leute, habe ich total vergessen. Durchsuch noch schnell das hier im Außenbereich. Wo ist denn der jetzt hin?
Haben die ihre Toten mitgenommen, oder was? Da noch schnell ein leeres Fass, ja, und einen großen Sack. Egal. Da ist auch ein Ork, ja. Orkjäger, Eisenpfeile haben keinen Schaden, haben aber auch kein Gewicht. Bärenpelz brauchen wir, da haben wir einen Quest angenommen. Wir haben daheim noch 5 Fliegen. Fassanenbrust brauchen wir nicht, das Fell ist auch unwichtig. Gold, das Fleisch, Horkerfleisch, egal. Horkerzahn, Gewicht passt. Wildbrett, Wolf, ja auch nicht. Beschlagene Rüstung, Fellschuhe, ne, Jagdbogen, auch nichts. Gut, da wird, ja Leute, das kommt ja geschmeidig. Ja, wisst ihr, was das ist? Eine Räucherstube. Ja? Hey Jungs, ihr könnt mir auch ein wenig helfen beim Durchsuchen hier draußen. Schau mal schnell darauf. Da ist nichts, da hüpfen wir mal schnell rüber. Da kommen wir natürlich nicht drauf. Ah, da oben noch schnell. Das ist eine Ruine, Leute. Ja. Ich schaue noch schnell mal da drüben rauf. Was ist denn das für ein Wasser? Ist da ein Eingang, ein geheimer, irgendwo? Na, nix. Da ist ja natürlich nichts. Da vorne noch eine Schmiede, eine geschmeidige. Stahlschwert brauchen wir nicht. So, ein Buch noch, schnell. Leichte Rüstung schmieden. Nehmen wir mit, wer weiß. Eisenstreitkolben. Eisenrüstung. Eisenschwert. Alles aus Eisen. Nö, nö. Und wie kommen wir jetzt darauf? Was ist denn das da? Festung Bruchzahn, ja. Da ist was zum Gerben, ja genau, das passt. Und da oben rauf kommen wir nicht irgendwie. Ah, das wird schon wieder so lang, das Video, Leute. Schnell noch darauf gesprintet. Komm. Ah, da kommen wir auch nicht drauf. Egal, Leute, ich stelle mich jetzt darauf, kurz und bündig. Machen Rundumblick und verabschiede mich gleich einmal bis zum nächsten Video, wo wir dann in diese Festung Bruchzahn reingehen. Okay? So schön rund, damit wir auch sehen, was da so abgeht. Und Sir Faller Sack, Wilkas und ich sowie Tosita verabschieden sich jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.